Hi, mein Name ist Thomas Bosch von der SNP. Ich bin sowohl Dozent für die Module Cybersecurity und Digital Supply Chain Management als auch Projektbetreuer für unsere Studierenden in den Bereichen der IT. Ich habe ursprünglich mal Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Produktionstechnik studiert und habe mich dann viele Jahre mit CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen beschäftigt und dort in diesem Gebiet auch meine Dissertation geschrieben. Dort ging es dann um die Produktionsoptimierung an Werkzeugmaschinen mittels mathematischer Methoden. In meinem letzten Job war ich dann mit einem kleinen Team dafür zuständig, Software und Programme zu schreiben, gerade für die Schnittstellenkommunikation zwischen Werkzeugmaschinen und Leitrechnersystem. Und während dieser Zeit und auch in meiner Doktorandenzeit habe ich schon sehr viele Studierende betreut und das hat dann auch letztendlich meinen Entschluss gefestigt, den Wechsel an eine Hochschule zu wagen. Ich finde das Konzept immer noch sehr spannend, dass Personen aus der Wirtschaft und der Industrie ihr umfangreiches Wissen an die Studierenden weitergeben können und außerdem auch umgekehrt, dass die Studierenden eben sehr praxisnah gleichzeitig das erworbene Wissen in ihren Unternehmenskontext transferieren können. Besonders am PKS-Konzept ist, dass jede Studentin und jeder Student eine persönliche Betreuung bei der SNP bekommt. Und wir schauen da vor der Zuteilung eben, welche Betreuungsperson passt am besten zum Unternehmen, aber auch zum spezifischen Problem. Und wir haben da eine große Auswahl an verschiedenen Persönlichkeiten mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen. Einige davon sind auch promoviert und haben somit auch eine große wissenschaftliche Basis. Und das hilft uns natürlich optimal, auf der einen Seite fachlich, aber auch methodisch zu betreuen. Und natürlich helfen wir auch immer tatkräftig, wenn es mal bei der Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten haken sollte. Und wir wollen natürlich unseren Studierenden ein möglichst aktuelles und praxisnahes Wissen vermitteln. Und dadurch sind wir natürlich immer auf der Suche nach hochmotivierten, hochengagierten Lehrkräften aus der Industrie und auch aus der Wirtschaft. Die Suche ist natürlich nicht immer ganz einfach, aber ich denke, dieser Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Bei uns an der SNT geht es also nicht nur um einen theoretischen Wissenstransfer, sondern es geht darum, eben einen sehr praxisnahen Transfer zu haben. Und natürlich gibt es da auch Themen, die werden mit Sicherheit sehr anspruchsvoll sein. Da muss man sich natürlich als Student oder Studentin auch mal richtig durchbeißen können. Aber ich denke, der Aufwand lohnt sich in jedem Fall, weil so ist man dann wirklich sehr gut vorbereitet für seinen nächsten Job.